Welcome back, meine Friends. So. Weißt du, wie du das hier zech? Wir reisen jetzt nach Stillwind, westliches Rosaria. Es war einmal, da halten Kinderstimmen und Gelächter durch die Stillwindmarsch. Jetzt liegt die Siedlung verlassen da. Und die einzigen Geräusche an diesem trostlosen Ort sind die Schreie der Bestien, die sich auf die Flucht vor der Fäule in den Sümpfen einnisten. Clive Breakers Anleihen. Ja. Ich sag ja, ich glaube, ich kann hier ohne Facecam spielen. Das ist einfach schon wieder. Fühlt sich an, als würdest du hier einen Film spielen. Das ist so gottlos krass. Ah. Denk dran, wir hatten heute 35 Grad. Haltet Ausschau nach den Goblins. In dieser Gegend hat man sie gesehen. Ab hier ist alles Sumpfgebiet. Gebt auf den Boden acht. Ja, aber nicht nur den. Alter, die Soda-Stream-Bulle so hart zugeknüppelt, Mann. Junge. Keine Ahnung, ob der selber nochmal nachzieht, der Deckel. Leidige Hilfsaccessoires. Fühlst du dich im Kampf überfordert? Probier doch eins oder mehrere der fünfzeitigen Hilfsaccessoires aus. Mit dem Ring des seitigen Angriffs zum Beispiel kannst du komplexe Kombos allein mit Viereck aneinander ketten, während der Ring des seitigen Augenmerks bei bevorstehenden Angriffen die Zeit verlangsamt, sodass man Gelegenheit hat, mit einem Ausweichmanöver zu reagieren. Hilfsaccessoires können in anderen Ausrüstungsgegenständen auch unter dem Reiter Ausrüstung im Hauptmenü angelegt werden. Nee. Ausrüstung. Ah ja. Beim Spielen des Links wurden eindeutig die dunkelsten aller Künste angewandt. Nichts kann. Bewirkt Zeit verlangsamt als äußerst. Okay. Nicht das ausweichen. Achso. Weicht vermeidbaren Angriffen automatisch aus, solange der Ring angelegt ist. Das klingt geil. Haben die Fertigkeitspunkte. Fertigkeiten können unter dem Reiter Fertigkeiten verwendet werden und die Fertigkeiten zu erlernen und bestehenden zu verbessern, sodass du mit der Verteilung der Punkte unzufrieden sein können. Ihr seid voll zurückgesetzt und rückerstattet werden. Echt, kostet das Oberöl wie ein Diablo 4. Details für einzelne Fertigkeiten und Kräften können eingesehen werden, indem man entsprechende Icon anwählt. Das Schwertsymbol zeigt an, wie geeignet die Fertigkeit dazu im Schaden an, das wieder den Kampfgeist des Gegners zu brechen. Okay. Sieht nice aus. Ach, ich kann nur Fertigkeiten meistern, okay. Ach, das wird bestimmt noch. Okay. Vergessen. So, gut. Aber hier was? Ne, haben wir nicht. So. Ring des Heiligen ermöglicht aus von komplexer Kombination durch ein Einfach, solange der Ring angelegt ist. Ring der zeitlichen Heilung wird bei Unterschreitung eines bestimmten LP, also ein Heiltrank, solange der Ring angelegt ist. Dabei werden Heilträge von Supertränken eingelegt. Pro Supertränke eingelegt. Das ist gut. Okay. Kein Effekt, wenn der Ring des zeitlichen Ausweichens eben.
Ich weiß vorher jetzt noch nicht, ob das so gut ist, aber gut. So, warte mal. Genau, das wollte ich sehen. Das ist ja das. Ziemlich verwahrlost alles, wenn ihr mich fragt. Wer sollte die Wege auch pflegen? Die Fäule hat alle vertrieben. Alter, das ist schon echt. Kaum zu glauben, dass man hier gelebt hat. Vor uns liegt das alte Dorf von Stillwind. Oder was davon übrig ist. Einfach so angenehm, dass du nicht mehr irgendeine Taste drücken musst, um irgendwas aufzunehmen. Achso, hab schon sowas wie eine Minimap? Alter Gollum. What the fuck, man? Folgt mir. Magie kommen wir drüben direkt nach einem Treffen. Ah ja. Oh. Finale Vollstreckung. Nice. Die Berichte. Sie sind also wahr. Wir müssen weiter. Hier sind sicher noch mehr. Habe ich sowas wie eine Minimap nur hier eigentlich? Nee. Oh, da ist er. Wollte ich spawnen. Nicht gerade einladend. Vorsicht, Milord. Also ich bin so. Oder rein. Jedenfalls, oh nice, das Grün durch, dann wieder ausgeblendet. Da sind noch mehr! Beute berühre die Punkte, die bisher anwenden und beide haben. Wie hat das jetzt vorhin funktioniert, dieses fehlt irgendwie gerade ein bisschen die Minimap hier. Irgendwo oben rechts oder so. Ja, das muss man dann bestimmt machen, um weiterzukommen. Ich weiß gar nicht, ob man das First Run sogar auf Platin machen könnte. Teddy, falls du gerade Zeit hast und Lust, kannst du mal gucken. Aber ich glaube, man hat einen New Game Plus Modus. Nie umsonst.
Oh. Wir werden Überraschungsangriff starten. Heuer! Pusa! Pass auf, Milord. Einige davon sind spruchlebar. Das sind nicht wenige. Müssen wir mich anstecken. Habe ich eigentlich irgendwie eine Magieanzeige oder habe ich schon, kann ich schon endlich mal die raus? Ne? Sollten jetzt gleich zum alten Dorfplatz kommen. Wahrscheinlich ist er voll mit Goblins. Scheiße, ich merke mir den langen Tag und das Zombie trotzdem. Milord, ich überlege. Der Anführer. Aber zuerst knöpfen wir uns eine Horde vor. Erledigen wir das Pack. Nichts lieber als das. Oh, Virusage. Tripp 15 Mal mit Pennyschuss. Die Kämpfe in Hallen des ewigen Eifers ausgenommen. Okay. So, da gucken wir doch mal, was in der Trophy-Liste steht. Ist da auch sowas, was Teddy wieder interessiert. Wenn er da oben ist. Oh, 50 Trophies gibt's. Also, nein, Quatsch. Junge, wieso ist denn das? Da war es nur noch einer. Oh. Der Big Boss. Im seidenen Mantel. Oh. Kommt der jetzt her? Auf die Füße mit dir. Er greift an. Gewaltige Feinde. Bei größeren Gegnern soll es zum Beispiel sein, sie haben bedeutend mehr Lebenspunkte als kleine und können dich mit feiernden Fertigkeiten überwältigen. Benutze den Segen des Phönix, um diesen Gegner nicht nur beträchtlich Schaden zuzufügen, sondern auch Willenskraft zu nichts zu machen. Wenn der Kampfgeist seines Gegners erst einmal gebrochen ist, kann er sich vor kurzer Zeit nicht mehr wehren und ist anfällig gegen Angriffe. Holla, den will ich nicht abbekommen. Passt auf, wenn er wieder zum Schlag ausholt. Versteht sich von selbst.
Zum Gleichgewicht, wenn die Gewinnskraft als besonderes Sinkgerät der Produktion entschwangen, dass sie gut einen mit mehreren schweren Attacken ihn mit mehreren. Schlag auf Schlag, wenn der Kampf des Gegners gebrochen wurde, kannst du ihm zusätzlich Schaden zufügen. Der Schadensmultiplikator steigt kontinuierlich mit jedem Angriff bis auf ein Maximum von 150%. Die Summe des Schadens, der während dieser Zeit angehäuft wurde, wird am Ende als Gesamtschaden angezeigt. Parieren. Verwende Viereck genau dann, wenn ein Gegner dich angreift, um seine Attacke zu parieren. Mehr feuchte Parade verlangsamt Fokus sein und ermöglicht deinen Gegenangriff. Bezwungen. Beide. Oh. Super. Okay. Angriff, Verteidigung, Kraft. Es gibt tatsächlich keine Magiepunkte. Okay. Krass. Also hast du unendlich Magie. Beute und Kampfwertungen. Nach wichtigen Kämpfen wird ein separater Ergebnis auf Kampfwertung die Beute angezeigt wird. Du erhalten hast je nach Kampfwertung alles zu unterschiedlichen Mengen an Tüll, Gegenstände, Ausrüstung, Pferdchen. Harte Traumreif. Schichtreif, die im Punktetragkomfort auf den ersten Blick keinen vielversprechenden Eindruck machen. Doch da sie nicht verschweißt sind, lassen sie sich von Schweinskeule bis hin zur Birkenzeug passend auf den Umfang des Unterarms auseinander oder zusammenbiegen. Stimmt, den haben wir ja. Hier und kämpfst du, Feigling! Ihm nach, bevor er Verstärkung ruft! Also, durchaus kannst du Clives Attribut deutlich verbessern. Dafür müssen sie aber unter dem Reiter Ausrüstung im Hauptmenü ausgelöst werden. Auch mit Fertigkeiten kann das Blatt im Kampf gewendet werden, wenn sie vorher unter dem Reiter Fertigkeiten im Hauptmenü erlernt gemeistert werden. Neue Fertigkeiten zu lernen und erlernte zu meistern, verwende Fertigkeiten benötigt. Verdammt.
Das war's für dich. Seinem Maul fern. Der Atem ist beißender als die Zähne. Boah, ich will immer kreisen. Wozu ist ein Kreis eigentlich da? Oh. Es stinkt. Ich hab doch gesagt, weg von seinem Maul. Warte mal. Wir haben doch vor uns. Im Ernst jetzt? Sag mal. Das will ich natürlich nicht setzen, ne? Oh geil. Was macht er jetzt? Filmischer Angriff. Wenn der Bildschirm in Schlüsselmoment als das Blaulicht drücken fällt, bevor die Zeit abläuft, einen verheerenden Angriff zu entfesseln. Oh. Also ich habe nur das Bild gewusst, ich kann okay, ich muss mal gucken, wie die für den Lurk in den Schwert haben. Er kommt gleich wieder hoch. Ich darf hier nicht sterben. Filmisches Ausweichen. Oh, genau, Entschuldigung. Rot leuchtet, drücke R1, bevor die Zeit abläuft. Okay. Ich glaube, die brauchen einfach zu lange zum Upladen.
Ja, gleich haben wir. Ja, also weg ist. Snack. Exzellent! Mobo erlegt. Ich dachte, ich hätte schon alles gesehen. Aber Goblin-Horden in Rosaria und Morbolts hier. Ich werde Vater bitten, Truppen zu entsenden. Wenn wir sie nicht aufhalten, stehen sie bald vor unseren Toren. Wir sollten los. Im Dunkeln wird's ungemütlich hier. Brechen wir auf, dann sind wir vor Einbruch der Nacht am Phönixtor. Phönixtor. Okay. So, Teddy, das Video geht jetzt für 28 Minuten. Ja, würde ich sagen, machen wir wieder ein neues Video, oder? Weil wir haben ja jetzt quasi Stillwind abgeschlossen und eben wir quasi zum Phönixtor reiten. Dann habe ich mir auch fix noch was zu Mampfen machen. Mampfi, du kannst in der Rogen derweile oder hier oben Mampfi machen. Ja. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt, Freunde. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Lasst ein Abo auf dem Kanal da. Folgt mir live auf Twitch rein, um bei Platinans dabei zu sein, weil auf YouTube hier kommen eigentlich die Story-Videos nur, sag ich mal, nur. Also, dass ihr euch entspannt Let's Play neben mir laufen lassen könnt und quasi. Naja, ihr kennt das. Danke für jede Unterstützung. Bis dahin, bleibt geil und vergesst nie. Anna! Euer Amex.